Anilasana ist die Stellung des Windes. Anila heißt Wind. Anila ist auch der Windgott. Anila ist auch der Sammelname für 49 Götter. Anila ist aber auch eine Bezeichnung für Vata Dosha. Anilasana gehört auch zu den Asanas, die Blähungen beseitigen sollen, und eventuell rührt auch der Name daher. Aber von Anilasana heißt es auch, dass sie die Stellung, dass sie übermäßige Körperhitze beseitigen kann. Gut, Felix zeigt, wie es geht. Zunächst sitzt du auf deinem Gesäß auf dem Boden, du hast die Fußsohlen flach auf dem Boden. Dann gib die Fersen in die Nähe des Gesäßes, halte aber die Füße etwas auseinander. Fasse mit den Händen von innen an die Fußsohlen und gib dabei die Handrücken auf den Boden oder mindestens die Handknöchel auf den Boden. Wölbe dabei den Brustkorb leicht nach vorne, schaue auch leicht nach unten zu der Nasenspitze. Im Unterschied zu Ani-Asana, wo du nach oben schaust durch den Punkt zwischen den Augenbrauen und nur die Zehen fasst, fasst du hier von unten unter die Fußrücken und du schaust nach unten. Anilasana soll auch helfen, Vata zu reduzieren, und das gelingt auch durch mehr Bodenkontakt. Wenn du mit den Handflächen an die Fußsohlen fasst, hilft dir das zu erden. Und wenn du nach unten schaust, hilft das auch zu erden. Und so ist Anilasana ein Asana, das du üben kannst, wenn du zu viel Vata hast und innere Ruhe und Erdung brauchst.